Bissverletzung D2 durch Ameise. Herzlich willkommen zu Fast Track Folge 67. Ich bin Andreas. Und ich bin Sebastian. Andi, erstmal eine gute Nachricht. Es sind nur noch 599 Folgen, bis du dann endlich Folge 666 hast. Das ist ja mein gewähltes großes Ziel, Folge 666. Nur noch 599 Folgen, wir kommen massiv schnell näher. Wir können anfangen, ganz kurze Folgen zu machen, so eine Minuten-Folge. Und die täglich bringen, also in 2 Jahren sind wir dann am Ziel. Ja, aber wir schaffen das. Ich bin sehr optimistisch, wir schaffen das. Dann komme ich dann nämlich mit dem Iron Maiden T-Shirt auf. Live aus dem Pflegeheim in Iron Maiden T-Shirt. Ja. Gut, worum geht es heute? Worum geht es heute? Ja, heute geht es um Humor in der Pflege. Das Interview hast du ja geführt, oder? Genau, mit Sina. Vielen Dank an dieser Stelle. Interessant und lustig. Wie der Titel ja schon sagt, also eine Folge über Humor sollte eigentlich auch lustig sein, sonst wäre es ja irgendwie. Aber auch nicht nur. Evidenzbasierter Humor, quasi. Evidenzbasiert, richtig. Außerdem hat Marius noch einen Beitrag seit längerem, wo wir uns sehr freuen. Wir haben ja schon angekündigt, dass er was über die HB-Derivate sagt. Also es ist eine recht lange Folge, die ich da diesmal erwartet. Aber ich glaube, ihr schafft das. Ja, ihr schafft das. Es ist auf jeden Fall spannend, abwechslungsreich. Und ich bin froh, dass der große Marius uns mal wieder beehrt mit einem Beitrag. Der große Marius hat uns mit einem großen Beitrag beehrt. Im Anschluss an das Humor-Interview. Und noch ganz kurz, es gibt noch ein paar freie Plätze für den Notfallpflegekongress, 9. 10. Oktober. Also beeilt euch, dass ihr die letzten Plätze ergattert. Ja, meldet euch an. Wird sich sicher lohnen wieder. Es sind ein paar sehr gute Themen. Wir sind natürlich auch wieder dabei. Aber dann würde ich sagen, wir reden nicht lang drum rum. Wenn die Folge eh schon so lang ist, dann starten wir gleich, oder? Genau, gute Idee. Viel Spaß. Heute ist Sina Koller zu Gast. Sina, du hast deine Diplomarbeit im Rahmen des NDS Notfallpflege über das Thema Humor geschrieben. Genau. Das finde ich schon mal super. Bist den Fragen nachgegangen, welche Folgen haben Humor und Lachen auf Stresssituationen? Und wie kann ich Humor in meinen pflegerischen Alltag im Notfallsetting integrieren und einfließen lassen? Fangen wir doch erstmal mit den Stresssituationen an. Du schreibst, dass je stressiger eine Schicht ist, desto negativer fühlt sich das an. Ich glaube, das können die meisten von uns auch sehr gut nachvollziehen. Aber was genau ist eigentlich Stress und welche Auswirkungen hat er auf uns? Ja, also Stress, es ist sehr schwierig, eine einheitliche Definition so zu nennen. Eigentlich kommt das aus dem Englischen und das bedeutet das Testen von Materialien auf die Belastbarkeit. Und dieser Begriff wurde dann in die Psychologie und die Medizin übertragen, weil entdeckt wurde, dass der menschliche Organismus bei starker Umweltbelastung, wie zum Beispiel bei starker Hitze, eine spezielle Alarmreaktion zeigt. Und das wurde dann als körperliche Stressreaktion sozusagen bezeichnet. Und diese Alarmreaktion wird aber als neutraler Begriff verwendet und nicht so extrem negativ, wie es bei uns immer verstanden wird, weil diese Aktivierung halt auch durch positive wie auch negative Stimuli entstehen kann. Mhm. Und insgesamt kann man eigentlich sagen, heutzutage wird der Stress halt sehr negativ verstanden und er wird subjektiv als unangenehmes Zustandsbild sozusagen beschrieben. Also so dieses, insgesamt, ich bin gestresst, wird erstmal negativ vom ganzen Umfeld aufgenommen. Genau, ja. Obwohl es gibt ja auch so positiven Stress. Und es wird halt sehr negativ bewertet. Und hormonell gesehen entsteht halt relativ viel. Also es werden Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, und um das ganze Kreislaufsystem eigentlich hochzufahren. Und was halt auch sehr wichtig ist, ist, dass Cortisolproduktion geschieht und sehr viel Cortisol ausgeschüttet wird,
was dann den Blutzuckerspiegel hebt und auch das Immunsystem hemmt. Und insgesamt wird die Stressreaktion eigentlich immer durch eine Rückkopplung beendet. Und manchmal klappt das halt nicht. Also wenn man stetig gestresst ist, dann klappt diese Rückkopplung nicht und dann wird man schlussendlich halt krank, wenn man lang diesen Stress hat. Also das ist ja im Prinzip auch, so wie du es jetzt gesagt hast, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet. Da kann man sich ja auch gut vorstellen, dass es einfach langfristig nicht gesund sein kann. Genau, das ist so. Du hast es jetzt schon so erwähnt und mir quasi die nächste Frage so ein bisschen vorweggenommen. Gibt es auch sowas wie positiven Stress? Das hast du uns jetzt schon erklärt. Wie kann man den beschreiben oder was ist der Unterschied zum positiven Stress, also vom positiven auf den negativen Stress? Man unterscheidet ja den positiven und negativen Stress. Die haben auch eine andere Bezeichnung. Also der negative Stress ist der Distress und der trifft eigentlich auf, wenn unsere persönlichen Kompensationsmechanismen nicht mehr ausreichen und eigentlich der Stress überwiegt. Und der Eustress, das ist der positive Stress sozusagen, dieser treibt uns einfach zu Höchstleistungen an. Und wir sind dabei aber nicht überfordert. Und bei diesem Eustress, da haben wir halt unser Ziel im Auge und dieses erreichen wir dann. Und das gibt uns dann halt ein sehr großes Zufriedenheitsgefühl. Und wir sind eigentlich glücklich, dass wir diese Herausforderung geschafft haben. Also ich habe heute mit meinem Kurs der Fachweiterbildung eine Prüfung geschrieben. Und dann kann ich hoffen, die werden mir wahrscheinlich jetzt alle widersprechen, dass die meisten von Ihnen im Eustress und nicht im Distress waren. Ja, genau. Gut. An den Reaktionen weiß ich, wie viele hier zugehört haben. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, wie Humor hilft, würde ich gerne auch ein paar Begriffe, die ich aus deiner Diplomarbeit genommen habe, mit dir besprechen. Zwei davon sind bekannt, aber den ersten muss ich jetzt gestehen, der war mir so neu, und zwar ist das Gelotologie. Ja, das war mir auch neu, muss ich sagen. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Gelotologie ist die Lehre des Lachens, heißt das. Das wird vom griechischen Begriff Gelos abgeleitet, was Lachen bedeutet. Und eigentlich beschäftigt sich diese Lehre einfach wissenschaftlich mit den physiologischen Effekten des Lachens auf den Körper. Und Lachen, gibt es da auch eine Definition? Ja, Lachen ist ein biologisches Phänomen. Es ist nur eine rein körperliche Reaktion auf einen Stimulus mit definierten Anfang und Ende. Also es ist nicht dauernd, sondern es hat wirklich einen Anfang und ein Ende. Und es muss nicht immer mit Heiterkeit in Verbindung gebracht werden, sondern es kann auch Ausdruck zum Beispiel von Peinlichkeit sein oder es kann auch so paradoxes Lachen geben, das man in einer Krisensituation hat. Ja, so dieses überforderte Lachen. Wenn ich jetzt nicht lache, weine ich. Oder irgendwie so in die Richtung auch, oder? Ja, genau. Es gibt ja auch Leute, die lachen, anstatt zu weinen. Ja. Genau. Und dann als dritten Begriff Humor. Humor ist relativ schwierig zu definieren. Also es gibt ganz viele verschiedene Definitionen. Grundsätzlich, der Wortstamm kommt aus dem Lateinischen, was Humores heißt, und das heißt so viel wie Feuchtigkeit oder Körpersaft. Und dieser Humor stand eigentlich für die vier Körpersäfte, für Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle im Mittelalter. Und daraus kommt auch die Säftelehre vom römischen Arzt Galen. Mhm. Und man hat immer gesagt, wenn diese vier Körpersäfte gut ausgewogen sind, dann hat man guten Humor, hat man gesagt. Und eigentlich seit dem 18. Jahrhundert wird Humor als menschliche Grundhaltung verstanden und auch als intellektueller Prozess. Aber so insgesamt vereinfachte Definition ist eigentlich, dass Humor die Fähigkeit ist, die Schwierigkeiten des Lebens mit einer gewissen Heiterkeit zu begegnen und sie nicht so tragisch zu nehmen, und über sie oder sich selbst auch lachen zu können. Als nächste Frage hatte ich ursprünglich geplant, dich zu fragen, ob Lachen und Humor zusammengehören. Das hast
haben wir eben jetzt schon beantwortet, also du hast es eben schon beantwortet, dass das Lachen ja komplett losgelöst sein kann vom Humor. Brauchen wir zu der Frage noch eine Ergänzung oder kann ich direkt weiterfahren? So insgesamt ist es eigentlich schon ziemlich beantwortet, nur man kann sie halt nicht richtig unterscheiden, man kann sie aber auch nicht richtig trennen. Also sie gehören wie trotzdem immer etwas zusammen. Und genau das ist halt auch das Wichtige, indem man dann Humorinterventionen anbieten will. Man muss halt genau beim Patienten schauen, was möchte man dann fördern? Möchte man nur das Lachen stimulieren oder möchte man seine Humorfähigkeit fördern? Und für das braucht es halt total andere Maßnahmen. Zum Thema Humor steigen bei mir jetzt gerade irgendwelche Luftballons im Display auf. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich weiß nicht, wer sich damit reingehackt hat. Hast du die auch gesehen, oder? Ja, ich habe sie auch gesehen. Ich bin schon mal froh, dass nicht nur ich sie sehe, aber ich habe keine Ahnung. Das spricht jetzt nicht für mein Technikverständnis. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Wie werden Humor und Lachen im Körper denn eigentlich ausgelöst? Also ich kenne das noch so als Kind, da muss man ja nur an irgendeiner kleinen Stelle berührt werden und man fängt sofort an zu lachen, weil man wahnsinnig kitzlig ist, aber du kannst uns das sicherlich noch ein bisschen genauer erklären. Ja genau, wenn du jetzt gerade so bei den Kindern bist, dann komme ich zuerst zum Lachen. Und zwar, das wusste ich auch nicht, wir alle haben im Hirnstamm anscheinend ein Lachzentrum, welches die Muskeln vom Lachen koordiniert. Und dieses Lachzentrum ist anscheinend ständig aktiv. Also wir könnten eigentlich ständig loslachen. Nur unser Großhirn hemmt dieses Lachareal stetig. Und wir lachen eigentlich nur, wenn diese Hemmung von der Großhirnrinde nicht mehr da ist. Zum Beispiel kleine Kinder, die lachen ja total viel und total oft, was wir leider nicht mehr so machen. Und das ist anscheinend, weil die Großhirnrinde bei diesen Kindern viel weniger ausgeprägt ist und noch nicht ausgereift ist und dass dadurch die Hemmung von dem Lachareal viel weniger ist. Oder zum Beispiel alkoholisierte Menschen, die lachen ja auch extrem viel und bei denen wird auch die Großhirnrinde einfach gehemmt durch den Alkohol und deshalb haben sie viel mehr Lachreflexe. Also unser Großhirn macht uns da irgendwie das Leben etwas trauriger. Ja, kann man so sagen, ja, genau. Also nicht so viel nachdenken vielleicht. Und wie sieht es mit dem Humor aus? Genau, der Humor, das ist sehr komplex. Man hat herausgefunden, dass der rechte Frontallappen eine wichtige Funktion im Humorverständnis hat, aber nicht nur. Also eigentlich ist der Humor so im ganzen Hirn verteilt. Man hat einfach herausgefunden, dass Menschen mit Schädigungen im rechten Frontallappen keinen Sinn mehr für Humor haben. Und ich finde das ziemlich wichtig zu wissen, dass man halt bei solchen Leuten schon gar keinen Humor mehr anwendet, weil sie würden ihn nicht mehr verstehen. Mhm. Und der Humor, also ich kann das an einem Witz erklären, wie genau, dass der Humorvorgang bei uns im normalen Funktionen, im normal funktionierenden Hirn funktioniert. Und zwar, der Witz ist, die Mutter kommt ins Zimmer zu ihrem Sohn und sagt, los, jetzt steh auf, du bist viel zu spät, du musst jetzt in die Schule gehen. Ja, und der Sohn sagt, nein, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust, ich will nicht in die Schule, warum muss ich da überhaupt hin? Ja, Martin, jetzt komm, mach schon, jeder Lehrer muss in die Schule. Und das ist eigentlich, das Gehirn selber stellt ständig Hypothesen auf, um für die Zukunft gewappnet zu sein, sagt man so. Und die Hypothese in diesem Fall wäre ja dann, okay, es handelt sich um einen Schüler, der nicht in die Schule gehen will. Und dass es jetzt zu dieser Komik kommt, muss diese Hypothese vom Gehirn falsch sein. Also es ist ja kein Schüler, es ist ein Lehrer. Und die Erwartungshaltung vom Hirn, das wird dann durch einen Überraschungseffekt eigentlich aufgelöst. Und der Überraschungseffekt ist, wie gesagt, dieser Sohn ist kein Schüler, sondern ein Lehrer. Und wenn das dann zufriedenstellend erklärt oder aufgelöst wird für das Gehirn, dann wird das Belohnungszentrum informiert darüber und dieses wiederum schüttet Endorphine aus, was uns dann erheitert und uns gut fühlen lässt. Aber jetzt in diesem Fall das Belohnungszentrum,
Müsste das nicht eigentlich die Hormone ausschütten, wenn jetzt die erwartete Antwort kommt? Nee, weil das ist dann ja kein Überraschungseffekt mehr. Es ist eigentlich nur dann, wenn man so extrem überrascht wird, weil die Hypothese, die ist ja eigentlich meistens korrekt, dass das Hirn macht. Ja. Das macht ja so nach seiner, Verhalten oder so, wie es es gelehrt hat und wie es normal ist, sind halt die Hypothesen, weil es ja will, dass es genau so reagiert wie sonst auch. Und wenn dann etwas kommt, mit dem es nicht gerechnet hat, dann ist es zum Beispiel zuerst ein bisschen komisch und man denkt, hä, ich verstehe nicht. Und wenn es dann aufgelöst wird, dann gibt es diesen Aha-Moment und dann fühlt man sich gut. Das ist jetzt eine gute Überleitung direkt. Was macht Lachen, was ist Humor denn dann in unserem Körper? Ja, also es werden ja diese Neuroendorphine freigesetzt, was auch eine entspannende Wirkung auf den Körper hat. Was beim Lachen aber auch passiert, ist, dass Adrenalin und Noradrenalin wieder ausgeschüttet wird. Das ist wieder ein bisschen ähnlich wie beim Stress, aber was anders ist, ist, dass zum Beispiel Cortison gesenkt wird während dem Lachen. Mhm. Man hat auch gesehen, dass während dem Lachen die Immunabwehr viel besser ist, zum Beispiel weil verschiedene Killerzellen etc. eine bessere Aktivität haben. Dann wird durch das Lachen die Lunge viel mehr beansprucht, das Zwerchfell wird mehr beansprucht und insgesamt gibt es eine bessere Sauerstoffsättigung im Blut. Die Herzfrequenz ist gesteigert durch das Adrenalin und es hat einfach eine bessere Blutzirkulation im ganzen Körper. Und was ich auch noch ziemlich spannend gefunden habe, ist, das Lachen hat einen hypotonen Effekt. Also während dem Lachen wird der Blutdruck gesteigert und nach dem Lachen fällt er dann aber unter das vorherige Niveau. Und deshalb wirkt das eigentlich blutdrucksenkend. Und man kann durch die ganzen Auswirkungen, die ich jetzt auch aufgezählt habe, aber es gibt noch viele mehr, kann man eigentlich sagen, dass Lachen ein Antagonist ist für die klassische Stressreaktion. Also wir lachen uns quasi gesund. Ja, Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich so einer Patientin, die mit COPD kommt, dann erstmal anfange, Witze zu erzählen. Naja, ich weiß nicht, ob das dann so gut geht. Wie ist es denn dann Humor in unserem täglichen Arbeitsalltag in der Notaufnahme? Da würden wahrscheinlich sehr viele Leute jetzt sagen, ist das überhaupt angebracht? Es passieren so viele ernste Ereignisse und wenn mir da jetzt jemand entgegenkommt und irgendwie das Ganze mit sehr viel Humor nimmt, fühlen sich die Leute ernst genommen? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt sehr viele Leute, die sehr skeptisch auf so Humorinterventionen sind, obwohl eigentlich überall in der Literatur nur Positives davon berichtet wird, auch von den Patienten. Ich denke, es ist einfach sehr, sehr individuell und es ist auch wichtig, dass man sich mit seinem eigenen Humor auseinandersetzt, weil man muss zuerst selber einmal wissen, was genau findet man dann überhaupt lustig und über was lacht man selber auch. Und dann muss der Humor halt mit dem Gegenüber auch ein bisschen passen. Also wenn jemand einen total anderen Humor hat, dann kann das wie nicht richtig funktionieren. Und zudem muss man auch immer darauf bedacht sein, dass halt die sprachliche und die kognitive Fähigkeit des Gegenübers den Humor auch überhaupt zulässt. Also wenn ich das jemandem erzähle, der nicht so gut Deutsch spricht, dann muss ich ihm keinen deutschen Witz erzählen. Er wird ihn wahrscheinlich nicht unbedingt richtig verstehen. Und bei uns im Notfall ist es ja so, dass sich nicht nur die Mitarbeitenden in Stresssituationen befinden, sondern auch der Patient selber, weil der hat Angst, der weiß nicht, wie es weitergeht. Dann muss er vielleicht noch lange warten, wie das so üblich ist und ist auch so total im Stress. Und man kann wie nicht jetzt genau sagen, dass man bei einer bestimmten Diagnose jetzt keine Witze mehr erzählen darf oder nicht mehr mit dem Patienten lustig interagieren darf. Es ist mehr so, dass man nicht unbedingt einen Patienten in einer Krise jetzt so behandeln sollte, weil er sehr vermutlich
die kognitive Leistung gar nicht mehr hat, das zu verstehen. Und das würde den Patienten eigentlich nur überfordern. Für mich persönlich braucht es einfach sehr viel Fingerspitzengefühl und Empathie im Notfall, dass man Humor einsetzen kann, weil man halt auch herausfinden muss beim Gegenüber, lässt er das überhaupt zu oder nicht. Es gibt teilweise Patienten, die schon sehr lustig aufgestellt sind, schon irgendwelche Sprüche sagen oder so. Da kann ich gut da einhängen und mitmachen. Häufig aber merkt man das, glaube ich, so in den ersten Minuten, ob das möglich ist oder nicht. Ja, genau. Und es gibt ja auch Patienten, die sehr krummelig sind und die vielleicht nicht viel sagen, sehr wortkarg sind. Da muss ich jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen den zum Lachen bringen. Also das ist nicht das Ziel. Ich finde, so geplanter Humor im Notfall, das kann man eigentlich nicht anwenden. Geplanter Humor ist zum Beispiel ein Humorzimmer oder so, wo man denn diese Leute hinführt und oder die Humorfähigkeit von den Leuten stärkt und so. Das geht gar nicht im Notfall. Im Notfall geht es am ehesten, dass man diesen spontanen Humor und diese Heiterkeit, Freundlichkeit eigentlich so ein bisschen auf den Patienten überträgt. Richtige Humortherapie oder Humorinterventionen, Fixprogramm, hast du da nichts, was du uns quasi an die Hand geben könntest? Ja, Fixprogramm, also Humorinterventionen werden unterschieden in spontanen, direkten Humor. Das ist das bei der Interaktion mit dem Patienten, das, was halt spontan passiert. Das geht auf jeden Fall im Notfall. Da muss man einfach, wie gesagt, so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, ob das angebracht ist oder nicht. Dann gibt es den indirekten Humor. Das ist vor allem durch zum Beispiel Literatur oder irgendwelche Witze, die aufgehängt sind, so als Angebot für den Patienten, den er nicht unbedingt annehmen muss, aber er kann. Und das haben wir auch bei uns auf dem Notfall gemacht. Wir haben so Witzliteratur aufgelegt und wir haben Witze auf dem Bildschirm, welche durchlaufen. Und ich finde, das ist ganz cool. Aber der geplante Humor, wirklich so, wo man das in die Pflege reinbringt, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach schon aus dem zeitlichen Aspekt nicht, weil für das benötigt es einen guten Beziehungsaufbau. Und der gute Beziehungsaufbau, das geht auf dem Notfall überhaupt nicht. Wir haben die Zeit und die Dauer vom Patienten, die ja da ist, das ist nicht möglich. Also da ist wirklich dann das individuelle, Feingefühl, Fingerspitzengefühl gefragt. Aber habt ihr Rückmeldungen zu den Witzen auf den Monitoren erhalten von den PatientInnen? Nein, nicht definitive Rückmeldungen. Aber was ich auch gemacht habe im Spital, das ist vor allem für die Mitarbeitenden, aber ich finde halt, wenn der Mitarbeitende ein bisschen heiter und ein bisschen besser gelaunt ist, dann merkt das auch der Patient. Ich habe so Rohrpostwitze gemacht, ja, die ich in der Rohrpost über das ganze Spital versende. Und da habe ich wirklich schon sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Und es gibt auch Leute, die selber solche Witze machen auf anderen Stationen und die dann auch weiterschicken. Das ist sehr cool, ja. Das ist eine super Idee, das gefällt mir. Aber damit kommen wir schon zum Personal. Wie sind denn so deine Erfahrungen? Wie wirkt sich das Ganze sonst aufs Personal aus? Ist es vielleicht auch eine gute Coping-Strategie? Oder, um es jetzt mal negativ zu formulieren, vielleicht auch einfach eine andere Art der Verdrängung? Ich denke, das ist ein bisschen beides davon. Es ist sicher eine gute Coping-Strategie auf die eine Seite, aber es ist halt auch eine Verdrängung, weil tagtäglich auch einfach solche Tragödien auf dem Notfall passieren und einfach so ein extremen Workload da ist. Humor kann halt einfach die Arbeitsatmosphäre sehr verbessern und es kann im Team helfen, schwierige Situationen zu meistern und Konflikte zu lösen. Es gibt ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl im Team, vor allem halt auch, wenn man zusammen lachen kann. Und auch, es hat eine positive Wirkung auch auf das Unternehmen. Also die Mitarbeiter fühlen sich halt wohler,
Es stärkt die Bindung zum Unternehmen und die Kündigungen werden reduziert und es hat auch weniger Fluktuationsrate, was dann halt insgesamt auch wieder sich positiv auf die Mitarbeiter auswirkt und die sind dann halt insgesamt motivierter. Also es hat nicht nur einen positiven Gesundheitsfaktor, sondern auch noch einen Wirtschaftsfaktor. Ja, eigentlich kann man das so sagen, ja. Es sollte viel mehr so gearbeitet werden. Ja, aber ich meine, das ist ja ein Stück weit auch nachvollziehbar. Wenn ich mich irgendwo wohlfühle, komme ich ja ganz anders, auch mit einer anderen Leistungsbereitschaft auf die Arbeit. Also eigentlich ist es ja nur logisch. Ja, eigentlich schon, ja. Aber es wird nicht so viel Wert darauf gelegt, habe ich das Gefühl, so insgesamt. Wahrscheinlich ist es ein Kriterium, das einfach noch massiv unterschätzt wird. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Es hat ja auch nicht viele Stationen, die mit so Humorkonzepten oder so arbeiten, ja. Aber wenn wir jetzt gerade noch wegen der Verdrängung. Genau. Es ist ja so, es fällt bestimmt jedem auf, der auf einen Notfall arbeitet, dass da auch sehr makabere Sprüche teils fallen oder sehr schwarzer Humor verbreitet ist. Ja. Vor allem halt unter den Mitarbeitenden. Und das ist wirklich auch in der Literatur so gestanden, dass das eine Coping-Strategie ist, die so genutzt wird und dass das vor allem an Orten ist, an welchen wirklich so Tragödien geschehen, wie Notfallstationen oder halt auch Intensivstationen. Ich denke, wenn wir solche Coping-Strategien gar nicht anwenden würden, dann könnten wir gar nicht lange in unserem Beruf bleiben, weil mit all diesen schlimmen Sachen, die wir sehen und mit diesem Druck, ich glaube, da würden wir einfach nur krank werden vor lauter Stress und wenn wir das nach Hause nehmen, vielleicht sogar noch depressiv oder so. Humor ist einfach im Notfallkontext für uns als Mitarbeiter einfach eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen aus einer Entfernung zu sehen und es nicht so nah an uns heranzulassen, weil insgesamt in unserem tiefen Inneren bewegen uns diese Tragödien ja immer sehr. Und das darf man halt wie nicht so richtig an sich ranlassen. Ich denke, das ist vor allem auch dort eine Verdrängung oder eine Coping-Strategie so. Ich glaube, man muss trotz allem aber auch aufpassen, dass man dann nicht den Moment verpasst, in dem man vielleicht wirklich Hilfe benötigt. Also, dass man nicht ganz in so einen sarkastischen oder so einen ganz sarkastisch-zynischen Weg einschlägt, sondern dann auch wirklich vielleicht den Moment erkennt, wo man jetzt sagt, hey, ich muss mir Hilfe holen oder vielleicht, dass wir das dann auch bei unseren KollegInnen sehen und die vielleicht selber mal darauf hinweisen. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr wichtig, ja. Hast du Erfahrungen, sei es positiv, sei es negativ, wie deine PatientInnen auf Humor reagiert haben, wie das auf die gewirkt hat? Ja, ich habe insgesamt sowieso einfach das Gefühl, wenn ich mich insgesamt besser fühle, fröhlicher, wenn ich, wie gesagt, ein bisschen mehr solche humoristischen Sprüche mit den Patienten austausche, dass die einfach viel geduldiger sind, dass sie viel angenehmer zu pflegen sind und insgesamt auch zu mir freundlicher und aufgeschlossener sind. Und das ist so, wie gesagt, Humor wirkt ja entspannend. Und es hilft auch, so eher positive Gedanken zu haben. Und es beruhigt auch insgesamt durch die ganzen hormonellen Veränderungen. Und für mich selber, ich habe meistens das Gefühl, wenn man mit dem Patienten so spricht und vielleicht irgendetwas Lustiges sagt oder mit ihnen halt ein bisschen ein Gespräch führt, die fühlen sich halt einfach viel gesehener und viel wertgeschätzter. Und durch das werden so unangenehme Situationen wie lange Wartezeiten oder so einfach weniger negativ bewertet von den Patienten. Und das habe ich schon auch vielleicht gemerkt. Auch negative oder erstmal unangenehme Interventionen, die ja auch häufig vorkommen. Das kann ich mir vorstellen, dass man das mit Humor auch besser ertragen kann. Ja, und ich denke, Humor ist einfach eine schöne Art, auch dem Gegenüber ein bisschen Platz zu geben und ihn so wertzuschätzen. Also man könnte eigentlich auch sagen, dass es was Integratives hat. Also dass man die Leute wirklich besser ins ganze Geschehen einbindet. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Aber ich merke halt einfach, dass wenn dann der Stress und der Zeitdruck so extrem ist,
dass man halt sehr schnell dieses Fingerspitzengefühl und diese Empathie sehr schnell verliert. Und dass dann der Mensch eigentlich nur so ein bisschen ein Objekt gesehen wird, da muss ich jetzt noch schnell das machen und ich muss noch schnell das machen. Und man interagiert nicht mehr so richtig mit dem Patienten. Und deshalb finde ich es einfach sehr schön, wenn man trotzdem irgendwo mit einer positiven Art auf den Patienten zugehen kann und ihn so auch wertschätzt und ihn eigentlich so mit der Heiterkeit ein bisschen anstecken kann. Das klingt schon alles sehr positiv. Wir haben ja jetzt auch schon über Humortherapie und Humorinterventionen gesprochen, auch die Schwierigkeiten. In deiner Arbeit beschreibst du jetzt ein Humorkonzept. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen? Ja, ein Humorkonzept kann man sich ein bisschen wie ein Pflegeprozess eigentlich vorstellen. Also Humorkonzept ist immer einfach ein ganzheitliches Konzept, das entweder in der ganzen Gesundheitseinrichtung durchgeführt wird oder einfach nur auf einer separaten Station. Das gibt es sehr, sehr selten. Also ich habe eine Dokumentation gesehen, dass es in Deutschland anscheinend so eine Kardiologiestation gibt, in diesem wirklich mit einem Humorkonzept gearbeitet wird. Da werden die Mitarbeitenden jährlich an so einen Humorkongress eingeladen und die gehen dahin und sie setzen sich mit ihrem Humor selbst auseinander und lernen, wie man diesen halt gegen außen auch tragen kann. Und dort wurde auch beschrieben, dass die Patienten sich wirklich viel wohler fühlen und sie das super finden. Es hat da auch verschiedene Interviews gegeben. Genau, aber das wird, wie gesagt, eigentlich sehr selten umgesetzt. Also habe ich sonst noch nie gehört, dass man das gemacht hat. Spontan fällt mir das noch so ein bisschen in den Kinderkliniken ein, die ja schon mal so einen Klinik-Clown haben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen was in die Richtung, oder? Ja, genau, das ist so ein bisschen in die Richtung. Also eher wirklich in der Pädiatrie, da wird eher dieses Humor noch ein bisschen gelebt, aber im Erwachsenenkontext eigentlich sehr selten. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, also das ist jetzt mal so Vermutung ins Blaue von mir, in der Pädiatrie setzt man auch noch viel mehr auf Ablenkung. Also, dass man da auch noch klar weiß, wenn ich die Kinder ablenke, vergessen sie zum Beispiel den Schmerz oder reduziert man damit den Schmerz. Und als Erwachsene haben wir das vielleicht so ein bisschen verlernt, dass wir uns ja auch einfach mal versuchen können, abzulenken oder uns einfach mal ablenken lassen. Weil ich glaube, das ist auch noch insgesamt, egal ob das jetzt mit Humor oder was anderem ist, eine gute Interventionsmöglichkeit. Ja, also ich denke, das ist sicher auch ein Teil davon. Ich glaube auch bei den Erwachsenen ist einfach so eine sehr große Hemmschwelle auch da, um den anderen nicht zu verärgern oder zu verletzen. Ich denke, man denkt bei Kindern halt eher, diese haben noch Freude an so etwas und wie gesagt, sie lassen sich eher ablenken und Erwachsene fühlen sich dann vielleicht nicht mehr so ganz ernst genommen. Ich denke, das ist schon so ein Punkt, an dem sehr viele Angst haben. Jetzt hast du dich ja recht intensiv mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Was sind so deine Kernerkenntnisse aus deiner Arbeit? Ja, wie gesagt, sind die Kernergebnisse eigentlich, dass immer noch diese große Skepsis herrscht. Das ist mir sehr aufgefallen beim Bearbeiten, obwohl sehr viel positive Sachen eigentlich in der Literatur geschrieben werden und eigentlich auch alle sagen, das ist super, arbeitet so, dass es trotzdem eigentlich nicht passiert. Ich glaube, dass das halt auch viel damit zu tun hat, dass die Menschen denken, dass Humor im Gesundheitswesen wie keinen Platz hat, dass es nicht professionell ist, wenn man mit Humor irgendetwas macht. Aber da finde ich es halt auch wichtig, dass einem klar ist, dass Humor halt nicht gleich Witze erzählen ist. Das verstehen sehr viele Personen falsch. Humor ist eher diese innere Haltung, die halt hilft, die Sachen nicht zu ernst zu nehmen und sie mit einer gewissen Distanz halt zu betrachten. Und von dem her finde ich, dass Humor deutlich mehr angewendet werden sollte. Und es ist ja auch schön, wenn man die Gegenüber einmal ein bisschen zum Lachen bringen kann. Das ist ein schöner Nebeneffekt.
Und das hat ja auch positive Auswirkungen. Man soll jetzt nicht auf Biegen und Brechen lustig sein, sondern man soll den Gegenüber in seiner Ganzheit halt wahrnehmen und erkennen, was dann die Person insgesamt benötigt. Und vielleicht ist das auch nur ein kurzes Lächeln oder vielleicht ist das dann auch wirklich so ein richtig herzliches Lachen, das halt passiert ist, weil irgend so eine spontane Situation entstanden ist. Es ist eigentlich ganz egal was, aber ich denke, es ist einfach schön, wenn man mit so einer gewissen humoristischen, fröhlichen Art jemandem wenigstens für kurze Zeit so ein positives Gefühl geben kann. Und so als Schluss kann ich eigentlich nur sagen, Lachen und Humor sind kein Wundermittel, aber sie lassen uns den Stress nicht vergessen, aber sie machen ihn halt ein bisschen erträglicher insgesamt. Das klingt schön und also es ist kein Wundermittel, aber es scheint ja wirklich sehr zu helfen. Also gerade wenn ich da jetzt auch während des Interviews so zugehört habe, habe ich gedacht, ja, das müssen wir eigentlich wirklich viel, viel mehr nutzen und einfach viel mehr lachen. Gerade jetzt bei den PatientInnen kann ich mir vorstellen, dass auch einfach so die Spiegelneuronen noch sehr viel helfen. Wenn wir ihnen mit einem Lächeln im Gesicht begegnen, dann kriegen wir wahrscheinlich auch eher mal ein Lächeln zurück. Ja, genau, das ist so. Und wenn wir jetzt gerade am Schluss sind, das habe ich vergessen zu sagen, eine sehr gute Coping-Strategie, so kurzzeitig für die Pflege selber, ist, wenn man sich wirklich mal so gestresst fühlt und richtig schlechte Laune hat, dann soll man einfach mal aufs Klo gehen und in den Spiegel wirklich sich 60 Sekunden anlachen, so richtig, richtig ein riesengroßes Lachen auf dem Gesicht haben. Nach 60 Sekunden stellt sich das Gefühl ein, als ob man wirklich fröhlich ist. Das könnt ihr gerne mal versuchen. Also probiert es auf alle Fälle aus. Lasst es uns wissen, wenn ihr positive Ergebnisse damit gemacht habt. Das wäre schön. In der Regel beenden wir unseren Podcast mit einem Witz. Nicht zu verwechseln mit Humor und Lachen und allem. Ne? Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Aber hast du vielleicht einen Witz für das Ende der heutigen Folge für uns? Ja, ich musste ein bisschen überlegen, aber ja, ich habe einen Witz. Gut, Petrus steht vor dem Himmelstor. Da erscheint plötzlich ein Mann und sagt, hallo, ich bin Hu. Dann ist er wieder weg. Wenige Sekunden später kommt er wieder und sagt, hallo, ich bin Hu. Das wiederholt sich dann noch einige Male und dann wird es Petrus zu bunt und er geht zum lieben Gott und fragt, also du sag mal, was ist das denn für ein komischer Kerl, der ständig kommt und sagt, hallo, ich bin Hu und dann wieder verschwindet. Ach so, das ist nur Hubert. Er wird gerade auf der Erde reanimiert. Auch ein bisschen schwarzer Humor. Ein bisschen. Ich dachte, das darf ich im Notfallkontext. Absolut. Vielen, vielen Dank. Danke für das spannende Interview. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Bevor ich es vergesse, dürfen wir deine Diplomarbeit auf unserer Homepage freischalten? Ja, das dürft ihr, wenn ihr das möchtet. Ja. Machen wir sehr gerne. Also wer sich da noch ein bisschen genauer mit auseinandersetzen möchte, kann das auf unserer Homepage tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Anschlussbeitrag an den Mystery Case mit Frieder vom letzten Mal. Sebastian hat euch ja bereits angekündigt, dass ich euch heute auf eine kleine Reise in die wunderbare Welt des Hämoglobins mitnehmen werde. Wir schauen uns an, was da so alles schiefgehen kann und wie sich Veränderungen des Hämoglobins klinisch auswirken können. Wir werden von blauen Menschen sprechen und von schokoladebraunem Blut. Nicht ganz alltägliche Themen, aber sehr interessant und hoffentlich aufschlussreich. Was das Kohlenmonoxid so anrichten kann, habt ihr ja in der letzten Folge schon eindrücklich gehört. Als kurze Repetition darum hier nur, das Gefährliche am CO ist, dass es im Vergleich zum Sauerstoff mit 200- bis 300-facher Stärke an das Hämoglobin bindet, aber natürlich nicht für die Atmungskette verwendet werden kann, sodass ein Sauerstoffmangel entsteht, der sich zunächst mit diffusen Beschwerden wie Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen präsentieren, bei einer schwerwiegenden CO-Vergiftung aber auch zum Tod führen kann.
Die Therapie der CO-Vergiftung besteht im Wesentlichen darin, das CO auszuwaschen, sprich am Hämoglobin anhaftenden Kohlenmonoxid ein Überangebot an O2 entgegenzustellen und damit das CO trotz seiner starken Bindungsfähigkeit langsam zu verdrängen. Wie ihr in der letzten Folge auch schon gehört habt, bietet sich hierfür neben der Sauerstoffgabe per Reservoirmaske insbesondere High-Flow-Sauerstoff oder eben ganz besonders die nicht-invasive Beatmung an. Die früher immer wieder genannte Druckkammer gerät außer in einzelnen Spezialfällen immer weiter ins Abseits, da sie meist schlichtweg zu weit weg ist und das Problem mit den vorher genannten Therapieoptionen in der Regel bereits behoben werden kann. Soweit so gut, das war die Repetition. Damit wir die Grundlage der nächsten Phänomene etwas besser verstehen, erlaube ich mir wieder mal einen ganz kurzen Ausflug in die Basics, wobei ich versuchen werde, mich auf das Wesentliche zu beschränken und ein paar knackige Fun Facts einzustreuen. Wie ihr sicher wisst, nehmen die Erythrozyten in den Alveolen der Lunge den durch die Atmung angebotenen Sauerstoff auf und transportieren ihn zu den Organen, wo er wieder abgegeben wird. Das in der Peripherie entstandene CO2 wird von den Erythrozyten dann auf dem Rückweg zur Lunge mitgenommen und dort über die Atmung wieder an die Umwelt abgegeben. Das alleine ist ja eigentlich schon ein ziemlich abgefahrener Prozess, denn die Erythrozyten müssen hierfür ja zunächst das O2 stark an sich binden, um es unterwegs nicht zu verlieren, es aber am Bestimmungsort möglichst leicht wieder abgeben und im Austausch dafür das CO2 aufladen. Die Grundlage hierfür besteht in der besonderen O2-Dissoziationskurve des Hämoglobins, welche nicht nur unseren Rahmen, sondern ehrlicherweise auch meine biochemische Auffassungsgabe sprengt. Wie leistungsfähig ist dieses System denn? Und kann man das irgendwie für normale Gehirne fassbar machen? In jedem einzelnen Erythrozyten befinden sich etwa 280 Millionen Hämoglobinmoleküle, welche ihrerseits aus 4 Untereinheiten bestehen. In der Mitte befindet sich je ein zweifach positiv geladenes Eisenatom, das ein Sauerstoffmolekül an sich ziehen kann. Entsprechend kann ein einzelner Erythrozyt über 1 Milliarde Sauerstoffmoleküle transportieren. Irre, oder? Etwas besser fassbar, aber nicht weniger faszinierend, ist die Berechnung, dass entsprechend in einem Liter arteriellen Blut grob gerechnet etwa 180 Milliliter reiner Sauerstoff transportiert werden können. Also fast ein Trinkglas voll Sauerstoff pro Liter arterielles Blut. Doch wir wollen hier ja nicht nur von der Physiologie, sondern auch von Dingen sprechen, die für uns in der Notfallmedizin relevant sind. Was kann also beim Sauerstofftransport alles schieflaufen? Fangen wir doch mal mit dem ominösen Methemoglobin an. Habt ihr euch schon mal beim Betrachten einer ABGA oder VBGA auf diesen Wert geachtet? Auf den gängigen BGA-Ausdrucken, wie wir sie beispielsweise im Schockraum erhalten, befindet sich unter den Patientendaten in der Regel zuerst die Angabe von pH, den Partialdrücken von CO2 und O2 und das Bicarbonat. Danach folgen die Sauerstoffwerte, angeführt von der Sauerstoffsättigung in Prozent, dem gemessenen Hämoglobinwert und Hämatokrit und anschließend der Anteil COHB und METHB. Während das COHB gar nicht so selten mal etwas erhöht ist, seid ihr wahrscheinlich selten bis nie bei einem erhöhten METHB-Wert hängen geblieben. Es lohnt sich aber, diesen Punkt nicht einfach zu überlesen, denn eines Tages könnte hier die Antwort für den lebensbedrohlichen Zustand eures Patienten liegen. Doch was ist eigentlich METHB? Das Met stammt vom griechischen Wort Meta, das ihr vielleicht von anderswoher kennt und das übersetzt so viel wie darüber hinaus bedeutet. MetHB entsteht, wenn das normalerweise zweifach positiv geladene Eisenatom im Hämoglobin durch Oxidation ein Elektron verliert und damit dreifach positiv geladen wird. In dieser Form kann es den Sauerstoff nicht mehr binden. Ja, noch schlimmer, es bringt auch noch seine 3 benachbarten Hämoglobin-Tetramere dazu, Sauerstoff zwar noch aufzunehmen, aber nicht mehr abgeben zu können. Die sporadische Oxidation des Eisenatoms ist grundsätzlich ein natürlicher Prozess, der insbesondere in den Erythrozyten ständig auftritt. Sauerstoff ist nämlich ein recht aggressives Molekül, eben ein starkes Oxidationsmittel.
Das seht ihr beispielsweise daran, wie schnell ein frisch abgebissener Apfel sich verfärbt. Natürlicherweise haben wir alle durch die physiologische Oxidation zwischen 0 und maximal 2% Methemoglobin. Ein spezielles Enzym, die Methemoglobinreduktase eben, macht bei gesunden in den Erythrozyten das oxidierte Eisen aber immer wieder funktionsfähig. Probleme entstehen immer dann, wenn innerhalb kurzer Zeit ein großer Teil des Hämoglobins oxidiert wird und die körpereigenen Reparaturprozesse dann nicht mehr nachkommen. Und damit geht es jetzt endlich in die Klinik. Solche starken Oxidationen können durch eine Vielzahl von Medikamenten ausgelöst werden, die wir durchaus oft verwenden. So zum Beispiel alle Lokalanästhetika, wie beispielsweise Lidocain, aber auch Metoclopramid gegen Übelkeit, Bactrin beim Harnwegsinfekten, die Antiepileptika wie Valproat und Phenytoin und viele mehr. Die Liste umfasst rund 50 Substanzen und es gibt wirklich wilde Fallbeschreibungen, beispielsweise wie eine Patientin schwer hypoxisch wurde, nachdem ihr Rachen mit einem Lokalanästhetikum für eine Magenspiegelung unempfindlich gemacht wurde, was dummerweise eine schwere Methemoglobinämie auslöste. Ist das nun häufig? Eine Multicenter-Studie mit 30.000 Fällen kam zum Schluss, dass bei transösophagealen Herzultraschalluntersuchungen, wo in der Regel eben ein Lokalanästhetikum in den Rachen gesprüht wird, bei weniger als einer von 1.000 Anwendungen eine Methemoglobinämie nachgewiesen wird. In 2/3 dieser Fälle war übrigens das Lokalanästhetikum Benzokain auslösend, das wir auch gerne mal in den Rachen unserer Patienten sprühen. Sieht man denn einen Patienten an, dass er eine Methemoglobinämie hat? Grundsätzlich ähneln die frühen Symptome durchaus denjenigen der Kohlenmonoxidvergiftung und sind eben recht unspezifisch. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit treten meist ab einem MetHB-Wert von 15-20% auf. Darüber drohen Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle und Herzrhythmusstörungen. Konzentrationen von über 60% MetHB sind unbehandelt dann oft tödlich. Sehr speziell ist, dass Blut mit einem hohen MetHB-Anteil schokoladebraun aussieht, was bereits während der Blutentnahme einen ersten Hinweis auf die Vergiftung geben kann. Zudem werden die Patientinnen stark zyanotisch. Verwirrend kann sein, dass die Pulsoximetrie in der Triage einen falsch hohen Sauerstoffgehalt anzeigt, da die Pulsoximetrie nicht zwischen MetHB und normalem HB unterscheidet. In der Realität kommen die PatientInnen natürlich auch nicht mit einem Schild um den Hals an die Notaufnahme, auf dem steht, schaut euch unbedingt mal mein MetHB an. Hellhörig sollte man aber werden, wenn ein zyanotisch wirkender Patient trotz adäquater Sauerstoffgabe nicht besser wird und man allenfalls in der BGA sogar einen hohen PO2, also einen hohen Sauerstoffpartialdruck im freien Blut sieht. Diese Diskrepanz zwischen klinischem Bild einer Zyanose und eigentlich recht gutem PO2 liegt dann darin, dass die Erythrozyten das gelöste O2 nicht aufnehmen können, weil ihr Eisen eben oxidiert und damit funktionsunfähig ist. Da der Körper aber auf den Sauerstofftransport durch die Erythrozyten angewiesen ist und nicht nur von Diffusion leben kann, entsteht in der Folge eine gefährliche Gewebehypoxie. Als Auslöser einer Methemoglobinämie nicht zu vergessen sind stickoxidhaltige Substanzen, zu denen einerseits Medikamente wie das Nitroprusid oder Nitroglycerin zählen, die wir therapeutisch bei hohem Blutdruck oder Lungenödemen gerne mal einsetzen, andererseits aber auch Lifestyle-Drogen wie die berüchtigten Poppers, welche aus Amylnitrit bestehen und sich wegen ihrer aphrodisierenden Wirkung in bestimmten Kreisen großer Beliebtheit erfreuen. Werden in diesem Setting dann noch weitere leistungsfördernde Substanzen, wie zum Beispiel Sildenafil, angewendet, welche ebenfalls starke Stickoxidspender sind, kann es schnell lebensgefährlich werden. Was können wir nun tun, wenn wir eine Methemoglobinämie diagnostiziert haben? Bei einem MetHB-Spiegel über 25% und oder bei starken Symptomen wird eine spezifische Therapie empfohlen, welche aus der intravenösen Gabe von Methylenblau besteht. Diesen intensivblauen Farbstoff kennt ihr vielleicht, weil man unter anderem damit bei Operationen prüft, ob eine Naht des Darmes dicht ist. Auch wird Methylenblau verwendet, um in der Mikroskopie Gewebe anzufärben.
In seiner Anwendung als Antidot der Methemoglobinämie verabreicht man 1-2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Methylenblau in 5%iger Glukose über 5-15 Minuten, woraufhin das Methylenblau die Reduktion des oxidierten Hems zurück zu seiner funktionierenden Form unterstützt und so die Patienten vor dem Tod durch Hypoxie retten kann. In ganz schweren Fällen oder bei Nichtverfügbarkeit von Methylenblau kann auch eine Blutaustauschtransfusion erwogen werden. Hierbei tauscht man schlichtweg das oxidierte Hämoglobin durch frisches Hämoglobin aus einer Blutkonserve aus. Es gibt noch andere, ehrlicherweise aber recht seltene Vergiftungen, welche zu Veränderungen des Hämoglobins führen. Beispielsweise die Sulfhämoglobinämie. Hierbei führt Kontakt mit Schwefelwasserstoff zu einer Zerstörung des Hämoglobins und zu einer Hypoxie, wobei als Gegenmaßnahme kein einzelnes Antidot zur Verfügung steht. Man kann jedoch die Oxygenierung, wie vorhin bereits erwähnt, in schweren Fällen durch Transfusionen von intakten roten Blutkörperchen unterstützen. Schwefelwasserstoffvergiftungen kennt man aus der chemischen Industrie, aber auch aus dem Umfeld von Vulkanen oder aus der Landwirtschaft, wo Gärungs- und Fäulnisprozesse von Tierkadavern oder anderer Biomasse viel Schwefel freisetzen können. Ganz selten kann es auch zu Sulfhämoglobinämien durch Medikamentenvergiftungen kommen, typischerweise durch das Migränemittel Sumatriptan oder durch Sulfonamid-Antibiotika, wie das euch sicherlich unter dem Namen Cotrimoxazol respektive Bactrim bekannte. Die Sulfhämoglobinämie ist im Gegensatz zur Methemoglobinämie deutlich schwieriger im Labor nachzuweisen, respektive meistens hilft die Anamnese bezüglich der möglichen Schwefelexposition oder der Anruf ans Toxzentrum hier erstmal weiter. Natürlich haben wir mit diesen beiden Erkrankungen die wunderbare Welt der Hämoglobinprobleme höchstens flüchtig gestreift. Es gibt noch einige weitere spannende Erkrankungen wie die Sichelzellkrankheit, wodurch eine Genmutation das leicht abgewandelte HBS dazu führt, dass sich die roten Blutkörperchen aufgrund eines veränderten Zellgerüsts unter Stress zu den bekannten Sichelzellen verformen, was zu Organschäden, einer hämolytischen Anämie und den bekannten Sichelzellkrisen mit massiven Schmerzen und Durchblutungsstörungen führen kann. Vielleicht können wir hierzu mal eine eigene Folge machen, genauso wie zur nächsten Hämoglobinerkrankung, die wir heute nur kurz streifen können. Dabei handelt es sich um die Thalassämie, bei welcher eine genetisch bedingte Synthesestörung des Hämoglobins A vorliegt. Wenn die Hämoglobinuntereinheiten, also die Alpha-Globinketten, auf Chromosom 16 betroffen sind, spricht man von einer Alpha-Thalassämie. Wenn die Beta-Globinketten auf Chromosom 11 betroffen sind, von der deutlich häufigeren Beta-Thalassämie. Der Schweregrad dieser autosomal rezessiv vererbten Thalassämie hängt davon ab, ob die PatientInnen homozygot oder heterozygot für den Gendefekt sind, sprich, wie viele intakte Globinketten aus den Genen des gesunden Elternteils noch gebildet werden können. Entsprechend kann die Krankheit aufgrund weitestgehender Symptomfreiheit unerkannt bleiben oder in ihrer schwersten Form bereits vor der Geburt zum Tod des Fötus führen. Bei der Sichelzellkrankheit, der Thalassämie, aber auch bei anderweitigen Erkrankungen der blutbildenden Organe, wie beispielsweise dem myelodysplastischen Syndrom, greift der Körper eines Erwachsenen auf ein alternatives Hämoglobin zurück, welches eigentlich bereits einige Monate nach der Geburt nicht mehr in der Zirkulation vorkommen sollte. Das fötale Hämoglobin, auch HbF genannt. Dieses kann man sich als eine Art Superhämoglobin vorstellen, da es im Vergleich zum adulten Hämoglobin nochmals eine höhere Fähigkeit hat, Sauerstoff an sich zu binden. Das ist logischerweise für den Fötus notwendig, da er beim Gasaustausch in der Plazenta den mütterlichen Erythrozyten ja den Sauerstoff abluchsen muss, um die Organe des Fötus ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Das fötale Hämoglobin besteht anstatt aus 2 Alpha- und 2 Beta-Ketten, wie beim Adulten, aus 2 Alpha- und 2 Gamma-Ketten. Gebildet wird es primär in der Leber und Milz, während gegen Ende der Schwangerschaft die Bildung von adultem HbA im Knochenmark beginnt und anschließend diese Aufgabe so weit übernimmt, dass einige Monate nach der Geburt kein fötales Hämoglobin mehr messbar ist. In der Schwangerschaft nimmt das HbF zudem eine weitere wichtige Rolle ein.
Ist nach beispielsweise einem abdominalen Trauma das HbF im mütterlichen Blut erhöht, so muss man davon ausgehen, dass eine relevante Menge fötalen Bluts ins mütterliche Gefäßsystem übergetreten ist, sprich eine Verletzung der Plazenta stattgefunden hat. Dies führt natürlich dazu, dass Mutter und Fötus umso engmaschiger kontrolliert werden müssen. Für uns auf dem Notfall ist in dieser Situation wichtig, daran zu denken, eine Blutgruppenbestimmung durchzuführen, denn falls die Mutter Rhesus negativ sein sollte, würde eine sogenannte Rhesusprophylaxe durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Mutter im Fall eines Rhesus-positiven Fötus nicht nach dem Unfall Rhesus-Antikörper zu bilden beginnt, welche bei einer nächsten Schwangerschaft zu Komplikationen führen könnten. Ist der Rhesus-Status des Fötus bekannterweise negativ, kann auf diese Maßnahme verzichtet werden. So, nun habe ich mich doch nicht ganz zurückhalten können und neben dem Methemoglobin auch noch einige andere Krankheitsbilder zumindest gestreift. Falls euch mittlerweile der Kopf raucht und die Ohren schmerzen, hier die ultrakurze Zusammenfassung. Methemoglobin, einfach daran denken und eine BGA machen. Gezielte Anamnese nach auslösenden Noxen, und anschließend bei hohen MET-HB-Spiegeln und oder relevanten Symptomen Therapie mittels Methylenblau. Bei einer Vergiftung mit Schwefelwasserstoff ist die Anamnese bezüglich der Exposition wichtig. Bei schweren Symptomen kann eine Blutaustauschtransfusion helfen. Die Thalassämie und die Sichelzellanämie beruhen auf Mutationen respektive Fehlbildungen des Hämoglobins und können je nach Ausprägung keine bis hin zu lebensbedrohlichen Symptomen mit sich bringen. Das fötale Hämoglobin ist eigentlich, wie der Name schon sagt, dem Fötus vorbehalten. Es kann aber bei Erwachsenen sozusagen als Ersatzhämoglobin wieder auftauchen, wenn die normale Hämoglobinsynthese im Knochenmark gestört ist. Ebenfalls kann fötales Hämoglobin im Blut von Schwangeren auftreten und damit ein Hinweis für eine Verletzung der Plazentaschranke sein. Ich hoffe, dieser Einblick in die lustige Welt der Globine hat euch etwas gebracht und ich bin wie immer gespannt auf Rückmeldungen und Kritik. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Habt ihr die lange Folge geschafft? Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Marius, nochmal. Andi, hast du noch was? Ja, ich habe noch eine Frage an unser verehrtes Publikum. Wir haben uns ja überlegt, wieder Kalender, Fast-Track-Kalender zu machen. Und da warten wir immer noch auf ein bisschen Feedback. Wer alles Interesse hätte an einem Kalender, bitte schreiben. Weil das ist ein recht großer Aufwand, die zu drucken. Und wäre schön, wenn ein paar zusammenkommen, machen wir sicher wieder einen. Also meldet euch bei uns. Meldet euch auch sonst, wenn es irgendwas gibt. Social Media, Homepage, wie auch immer, per Mail. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und wünschen in diesem Sinne eine gute Zeit. Gut, bis bald.